Okay, also Amerika hat den neuen Weltrekord. What about Scotland? Maybe a new world record for Scotland. You have seen, what about your nose? I assume you want to protect your nose. This is me. This is how I've seen everyone else, and they've all hit their face, so this is me. Okay, then go to your ship, the Wellerman. Vielleicht, ach, wieder ein neuer Weltrekord. Mal gucken. Naja, ob da dieser Schutz, diese Oma dort seine Nase beschützen wird. Oh, extrem hohe Geschwindigkeit. Aber da war er zu schnell. Da war er zu schnell. Und der Schlitten, der kommt jetzt ohne den Fahrer über die Linie. Und man muss verbunden sein. Man muss mit dem Schlitten verbunden sein. Er muss also auch noch hinterher. Und dann gucken wir, wahrscheinlich eine handkorrigierte Zeitmessung wird es gleich geben. Ah, ja, ja, er hätte schneller wieder draufspringen sollen. Die Geschwindigkeit war der Hammer, das muss ich sagen. Da wäre eine Bestzeit drin gewesen. Aber er war einfach zu schnell für diesen Sport. Hier nochmal, extrem gute Beschleunigung. Und jetzt rutscht er drüber und flutscht vorn runter. So, also, und ich höre gerade von der Jury, ungültiger Versuch. Da wird es eventuell, die Jury berät sich noch, nochmal einen Nachstart geben. Das werden wir dann sehen. Also, war es Pech oder war es Unfähigkeit? Das wird gleich entschieden von unserer Jury. Oh my God, Nathan, what happened? The jury is deciding if you can do it again or if you disqualify. Well, I'm not making excuses, but I definitely twisted my ankle there, so I think that's a redo. But hey, I don't make the rules. So you are last place right now, but the good thing for you, the nose is fine. The nose is fine. It's the ankle. I've just smashed my ankle up, so it's all good. The face is fine. The money maker's all right, but ah, disaster. We will see what the jury is deciding for you. Ja, also ich habe gerade gehört, dieser Versuch ist leider ungültig, somit ist er im Moment letzter und Julien Mann hat es jetzt gesehen, was alles passieren kann. Man kann runterfallen, man kann sich die Nase brechen. Eigentlich haben wir gedacht, diese Schanze mit dem Wasser ist immer sehr gefährlich, aber das ist ja scheinbar viel gefährlicher. Ja, also ich plane nicht mit dem Gesicht zu landen und eigentlich wollte ich mich auch festhalten. Mal gucken, was ich mir jetzt für einen Problemfall überlege, aber mit irgendwas irgendwie. Ja, aber Geschwindigkeit sollte man trotzdem aufnehmen. Vollspeed. Okay, dann bitte los. So, Julina Mennen, ja. Wie geht man hier ran, wenn man schon von den zwei Verletzungen gehört hat? Gerade ein Fußgelenk also. Aber sie trifft hier sehr, sehr gut. Das war richtig klasse. Das war nicht die Geschwindigkeit von Nathan Evans. Ja, aber so ein bisschen Rotation kommt rein. Aber trotzdem eine klasse Zeit. Diese 7,63 für das Burger King Team also. Julina Mennen, leicht die Rotation drin. Also nicht mittig getroffen. Gucken wir hier nochmal. Aber klasse umgesetzt. Wirklich. Energie mitgenommen, in Geschwindigkeit umgesetzt. Hier. Also klasse auch die Flugphase, das muss man sagen. Und jetzt sehen wir hier, wie tatsächlich dieser Mattenwok leicht ausbricht. Julina, ich sehe, du bist richtig, richtig stolz, oder? Ey, das war gar nicht so scheiße, wie ich gedacht habe. Das war sogar sehr, sehr gut und das, obwohl die Männer natürlich durch mehr Gewicht richtig im Vorteil sind. Das war richtig schnell. Ich weiß nicht, wie viel Gewicht die mir voraus sind, um ehrlich zu sein. Nee, alles geil, war mega, hat super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich bin zumindest jetzt nicht Letzte, oder? Definitiv nicht. Dritter Platz für dich bislang. Let's see, wer vorbeizieht. Ja, vielleicht schon der nächste Kandidat, Paul Janke. Und dein Gesicht ist ja eigentlich dein Kapital. Und wenn du dir jetzt die Nase platt machst, ist auch doof, oder? Das wäre doof, aber ich glaube, es gibt auch Schlimmeres. Okay, du hast gesehen, wie es funktioniert? Ja, ich habe es mal besser, mal schlechter gesehen, aber es ist, glaube ich, nicht ohne. Aber gefragt hast du trotzdem, was mache ich denn mit meiner Nase? Ich bin gespannt, was du jetzt mit deiner Nase machst. Du kannst los, ja. So, Paul Janke, also... Bestzeit bisher 7,06 von Evil Jared. Gute Geschwindigkeit. Oh, auch einen guten Impuls draufgebracht. Auch eine kleine Rotation. Er versucht dort sofort Paddelschläge anzusetzen. Und 7,40, auch eine klasse Zeit. Die dritte im Augenblick. Die drittbeste Zeit. Auch so ein bisschen Pech gehabt. Wir werden es vielleicht gleich nochmal sehen, dass er nicht exakt mittig trifft. Denn die Geschwindigkeit war eigentlich gut. Ja, und dann drückt er sich noch mal so ein bisschen zurück. Er hätte sogar ein bisschen weiter springen können. Und das ist also die drittbeste Zeit. Schlechter Start, aber Daniel Zut improvisiert, Paul, am Ende, oder? Ja, ich sag mal, hätte etwas besser sein können, wenn ich ein bisschen weiter gesprungen wäre. Aber man kann es halt echt schlecht abschätzen, wie viel Speed man jetzt gibt, damit einem das nicht passiert, dass man vielleicht zu weit springt.
Insofern war es gar nicht so einfach, aber ich habe es geschafft, insofern alles gut. Am Ende Dritter jetzt aktuell, können natürlich noch ein paar kommen, aber du hattest dir doch bestimmt den Ersten vorgenommen. Du bist doch eigentlich ein Ehrgeiziger. Ich bin ein Ehrgeiziger, aber das ist ja das Qualifying. Insofern am Ende zählt auf der Bahn. So, und das können wir morgen dann sehen. Toi, toi, toi dafür. Dankeschön.